Vicuña, eine Wildform der Kleinkamele. Auch wenn es nicht danach aussieht, er gilt als besonders wild. Die Mädels frühstücken schon. Komm, Süßer, komm. Traust dich nicht? Eugen, komm. Eugen, feiner Junge. So fein. Nicht schon wieder. Eugen, komm, geh zu deinen Mädels. Sie sind schon draußen. Ihr müsst euch nicht immer anzicken. Komm, geh. Nee. Tür, offene Tür. Yep. Sehr schön. Guck mal, da sind sie. So. Alles okay mit euch? Annette Krüger traut dem Frieden nicht. Sie weiß warum. Eugen legt sich gerne mit sämtlichen Hengsten in seiner Nähe an. Und da die Kleinkamele alle nebeneinander stehen, ist es immer schwierig, die Hengste gleichzeitig rauszulassen. Also müssen sie im Wechsel rauslassen. Der hat nun keinen Respekt vor Stromzäunen, Wassergräben, ähnlichen Sachen. Der mischt am liebsten die ganze Gruppe auf. Ganz egal, ob es um Lama oder um Alpaka-Stuten geht. Eugen geht keinem Streit aus dem Weg. Also Eugen hat schon einen ziemlich angezickten Charakter, wobei das auch normal ist, dass Hengste sich nebeneinander nicht dulden. Das ist auch bei anderen Tierarten so. Und das ist hier ziemlich nah. Und Wassergräben sind nicht wirklich so eine Grenze für die. Eigentlich für die Mädchen ist es in Ordnung. Die halten sich an so eine Grenzen, die wir ihnen gegeben haben. Aber Hengste gehen durch. Die gehen ins Wasser, die rennen rüber. Und was ja noch passieren kann, dass der Hengst dann sich auch an den Stuten vergreift. Und das geht halt nicht. Und Eugen sieht offenbar in allen sein Eigentum. Eben ein echter Macho. Ist Cornelius. Es empfiehlt sich nicht, die beiden aufeinander loszulassen. Der Gehegezaun leistet gute Dienste. Morgen, Cornelius, mein Süßer. Frühstück, Frühstück, Frühstück. Komm, Süßer, komm. Ach, die Kräuter hast du nicht gefressen, das verschmähst du, ja? So. Feiner, süßer Pupsi. Hm? Ja, wie so ein Süßer. Wie so ein Süßer. Einen guten Hunger, ne? Platzhirsch Eugen ist argwöhnisch. Wird Cornelius etwa bevorzugt? Hier muss nicht groß zum Fressen gebeten werden. Das riecht heute richtig lecker, wie Tee. Das kann ja nur gesund sein. Aus dem Weg, aus dem Weg. Hey, ich würde gerne hier rauf und euch das Heu hier hinlegen. Dazu müsst ihr mich aber auch lassen. So. Na, nicht alle auf einmal. Bitteschön. Guten Morgen, Püppis. Hi, ihr zwei Süßen. Oh. Hi, Süße. Hm. Hallo, Delu. Delu. Bei Lamas hat das Futter besondere Wirkung und ist wichtig für den Entwicklungsprozess. Euch geht's gut, wa? Ihr seid ja auch richtig knufflig. Fangen jetzt auch an, richtig mitzufressen.
Heu ist so ziemlich das Erste, was sie auch probieren. Am Anfang haben sie ja nur ihren kleinen Labmagen, der ist für die Milch halt. Je mehr sie feste Nahrung zu sich nehmen, umso mehr bildet sich der Magen eines Kamels raus, der so ähnlich ist wie der Wiederkäuermagen. Und wenn dann alles richtig gut ausgebildet ist, dann können sie über den Schleudermagen auch das ganze Zeug wieder hochschleudern. Und das kann man dann hin und wieder mal erleben. Gespuckt wird erst, wenn der Magen fertig ausgebildet ist. Aber nicht so oft, wie man ihnen das nachsagt. Nimm meine Süßen, sonst würde ich ja hier nicht stehen können. Mhm. Oft angespuckt wird man nicht. Das ist eine böse Nachrede. Abgesehen davon sind es ja nicht nur die Lamas, die spucken können, sondern alle kamelartigen Tiere können spucken. Sozusagen auch Trampeltiere und Dromedare können auch spucken. Ständig knuddeln und streicheln und machen, also wenn sie wollen, ja. Aber wenn sie nicht wollen, sollte man das akzeptieren. Und dann passiert sowas mit Spucken auch nicht. Die kommen von ganz alleine, wenn sie was machen. Und Kamele sind überaus neugierige Tiere. Die interessieren sich ja nun für alles. Und demzufolge sind wir auch immer sehr interessant. Abgesehen davon gibt es ja so eine Sachen wie Futter. Wenn man mit Futter kommt, dann ist man der Held. Und alles unter Aufsicht durch den Vikunja-Hengst Eugen, der nichts verpassen möchte. Eugen sieht wieder das, was passiert hier auf der Anlage, auch wenn es nur das Frühstück ist, und ist dann völlig interessiert. Da merkt man halt auch, dass er auf die anderen Anlagen genauso aufpasst wie auf seine eigene. Kein Wunder, wenn sich hier auch der ganze Nachwuchs um Annette Krüger schart. Und weil Eugen nicht dazukommen kann, herrscht tiefster Friede. Kann ich auch. Und wenn sie dann so dran ist, dann lässt sie sich auch mal ein bisschen durchwalten.